Hey und willkommen zu einem neuen Video und heute schauen wir uns mal die Reaktion von Trimax zu der Farm an, die ich ihm das letzte Mal auf dem Server gebaut hat. Wir werden das außerdem noch ein bisschen modifizieren, weiter ausbauen, mehrere dazu bauen und eine ziemlich krasse OP-Ofen-XP-Farm machen. Und da ist viel Minecraft-Action, viel Redstone-Action mit drin und es wird auch ein bisschen komplex und mal gucken, wie Max sich da so schlägt. Aber ich denke mal, das war ganz gut. So, schaut da mal rein, das ist die Fortsetzung der letzten Folge, die werde ich nochmal per Infocard oben rechts in der Ecke verlinken. Da könnt ihr mal schauen, wie wir das Ding zunächst zusammengebastelt haben. Hier werde ich auch wieder ein bisschen stärker cutten und die Sachen zusammenschneiden aus dem Livestream. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn dann landen alle weiteren Folgen bei euch in der Abo-Box. Und das wäre super praktisch für euch, für mich. Ich habe noch welche. Die werde ich dann die nächsten Tage hochladen. Vielen Dank dafür, wenn ihr dran denkt. Würde mir extrem helfen, das Abo dazulassen. Dann, let's go mit der heutigen Folge. Und jo. Hallo? Aha, ja, ich bin noch da. Digga, es war irgendein Matchmaking-Update. Man ist nur noch in der Queue. Man kann nicht Rush Wars zocken. Ganz extrem. Deponieren. Aber ich habe gehört, du hast was richtig Geiles geworden. Das will ich mir sofort reinziehen. Ja. Das Ding. Wieder. Ich habe ja gesagt, zieh den Schlüpper aus und macht's auch. Es funktioniert. Wir haben es hingekriegt. Also ich habe es hingekriegt noch zu bauen. Okay, so da. Klein ist das Ding? Ja. Bin fertig. So. Ich habe dir auch ganz lieben Schild hinten hingehängt. Da hinten Schalter drücken und dann geht's los. Okay, so Leute, Spark hat was vorbereitet. Ich habe hier fleißig die Bambus-Farm gebaut, die auch funktionieren. Der Server liefert noch weiter, ne? Mal gucken. Ja. Funktioniert. Es ist was drin. Auch wenn nur langsam war, der nur ein Anfang. Das ging relativ fix. Aber das, was du jetzt gebaut hast, soll ja unglaublich viel besser sein. Das ist so ein kleines Gerät und das stellt alles, was du bisher gebaut hast, in Schatten wahrscheinlich. Echt? Zeig mal, was steht hier? Pass auf. Also, es wird ein bisschen Schalter hinten machen. Einschalten. Hab gerade eingeschaltet. Digga, what? So, und jetzt kannst du mal in die Kiste reingucken, wie schnell da reinkommt. Und das die ganze Zeit. 56, 57, 58, 59, 60, 61. Ach was. Die ganze Zeit. 24,7 jetzt. Und das macht dieses kleine Gerät. Ja, das ist die Zero-Tick. Alter. Ja. Ich habe auch ein Glas gebaut, hier oben gebaut, damit du das da reingucken kannst. Hä, ja, erklär mir das mal bitte. Also, hier unten sind zwei Sticky Pistons. Ohne Witz, ich habe echt Schleim noch gefunden. Sehr nice. Zwei Sticky Pistons, die zwei Erdblöcke hin und her schieben. Und die baggen sich auch teilweise ineinander hin und her. Ne? Ja. Und das ist praktisch die Erde, wo das Bambus drauf wächst. So. Okay. Und dadurch, dass die Erde hin und her geschoben wird, wird anscheinend das Wachstum von diesem Bambus extremst angeregt. Und hier oben ist noch so ein Piston, der erdet dann das Bambus ab und schmeißt das in den Hopper vorne rein. Aber warum wird dadurch der Wachstum so angeregt? Gute Frage, ist ein Bug halt. Ist halt so. Aber okay. Digga, das ist ja Endlevel. Und das macht man auch public in... Ja gut, das heißt public, jeder Server hat ja seine Regeln. Aber wenn wir Craftech oder unsere YouTube-Projekte spielen, dann ist sowas in der Regel eigentlich noch okay. Also. Ja. Okay, das wäre jetzt ja der absolute unendliche Ofen. Kann man da mehrere Öfen in Reihe schalten? Ja, auf jeden Fall. Du kannst die Sachen da wiederum nehmen und verteilen. Also... Du könntest jetzt hier, also man kann es natürlich, ist ein bisschen anders designen, ich habe mir mal die Farm hingestellt. Hier unten könnt beispielsweise ein Minecart, also in Hopper. Und unter diesen Hopper wird ein Minecart mit einer Kiste fahren. Ja. Das würde gefüllt werden durch den Hopper oder auch sogar mit dem Hopper selbst drin. Und dann tust du unter das Ding, ähnlich wie da hinten bei meiner Farm, Trichter drunter, ne? Nee, pass auf. Und das wird dann erstmal mit dem Brennstoff gefüllt und im Prinzip genau wie hier. Und dann kannst du weitere Öfen befüllen, weil die fahren dann über die Hopper wieder drüber und füllen wieder weitere Öfen voll, ne, von hinten mit Brennstoff und dann kannst du es automatisch umverlagern. Und das Geile ist, das Ding funktioniert auch mit Kakteen. Also könnte ich noch so ein zweites... Könnte man eigentlich eine unendliche... Also das ist ja hier ein Witz dagegen, es ist zwar cool, was ich hier gebaut habe. Ja, es gibt ja auch kein richtiges, falsch und richtig. Es geht ja auch darum, dass du Spaß hast beim Bauen. Also das Ding heißt ja nicht, dass es schlecht ist, es funktioniert ja genauso gut und ist halt nur langsamer. Mhm. Ne? Und man könnte jetzt noch ein zweites machen, wo die Kakteen dann runterbloppen. Kakteen kommen aber nicht so schnell, weil der Kaktus nicht ganz so schnell wächst. Also es ist ein bisschen weniger. Aber davon bräuchte man also ein paar mehr dann. Ja, oder zwei oder wie auch immer, aber... Das ist selbst die Kakteen, die langsamer funktionieren, kriegst du teilweise gar nicht schnell genug durchgeschmolzen. Also kann man halt jetzt gucken, was man da bastelt. Also man kann es auch da stehen lassen. Ich könnte es auch woanders hinbauen. Ne? Also ich habe es jetzt mal dahingestellt, da dachte ich, war gerade ein bisschen Platz. Ja, ist gut. Das geht ja so schnell.
Ja, das geht so schnell. Du könntest 10 Öfen nebeneinander setzen, die hätten dauerhaft Brennstoff. Lass uns das machen, ey. Einfach überall hinlegen. Die Kurven müssen halt normale und so und ein paar Booster. Ich würde hier unten direkt einmal Booster setzen. So, dass das Minecart halt darunter fährt und einmal sich auffüllt. So. Ich habe die mit einem. Ich habe Hopper im Inventar. Ja. Beziehungsweise können wir wegmachen. Dann die normalen Regen. Die kannst du von hinten jetzt an die Dings machen. An die Öfen hier. Sofort. Einmal von hinten dran. So. Von hinten an die Öfen. Genau, weil die werden jetzt von hinten mit Brennstoff befüllt. Oh, Damage. Pfeil. Nicht die Schaufel werfen. Fast. Ein Hopper platzieren. Fast geschafft. Schaufel werfen war nah dran. Mit Sneaken gedrückt halten. Ja, genau. Weil wenn du nicht Sneaken Alter, drückst, dann klickst du in den Kaktus. Ofen rein. Mach ich mal ein bisschen Kaktus weg. Eine Reihe Kaktus nach hinten. So. Sicherer hier. Jetzt safety first. So. Und jetzt alle in einer Reihe oder alle direkt alle in den Ofen reinzeigend. Genau, dann nächsten in den nächsten Ofen. Okay, das waren alle Hopper, die ich hatte. Jetzt habe ich noch die Cards mit der... Ja, so, doch, und hier wird jetzt hinten lang ein Minecart fahren, welches dann hier hinten noch wieder wenden wird. Ja, pass auf, dann würde ich das eins weiterlaufen lassen noch. Das Problem ist, also die Booster-Schienen sollen bepowert werden, aber wenn ich das Redstone zu nah an den Hopper mache, dann wird der Hopper wieder gesperrt. So, dann können wir doch einfach hier den machen. So, und jetzt ist hier die Schiene geboostet und wenn ich hier Sticks reinlege, dann rutschen die auch in den Ofen durch. Okay, das geht. Minecart reicht, ne? Jojo. Ich würde auch gar nicht mal hier oben alles voller Booster-Rails machen. Das können wir uns ein bisschen ersparen. Ja, muss gar nicht so teuer sein. Da können wir auch normale Rails gleich nochmal nehmen. Okay, habe ich hier. Soll ich reinpacken? Ja, einfach normale Rails drauf, auf die 4 verbleibenden. So, dann brauchen wir noch ein Minecart mit einem Hopper wieder. Okay. Habe ich? Soll ich genau, hat sie vorhin abgebaut. Das könntest Schienen. Du jetzt eigentlich unten platzieren. Mache ich sofort. Ich mache ganz kurz über die Schienen weg. Auf das Schienen, das fährt jetzt die ganze Zeit hin und her. Von A nach B, A nach B und füllt jetzt hier die Öfen automatisch. Oh, ich habe noch Schienen hier, Entschuldigung. Ich habe noch auch welche mit Saal platziert. Ich habe die Schienen gedroppt, naja, genau. Genau. So, jetzt das Kart hier reinschmeißen. Jupp. Wie kann man es zum Fahren bringen? Das muss einmal bis an den Block fahren. Oder warte mal ganz kurz, wo bleibt denn das hier hängen? Mal gucken, ob es fährt. Ab und ja, okay. Klappt. Ja, genau, geht. Hat nur hängen geblieben, weil wir im Spieler da sind. So, und das müsste jetzt rangehen und Stück für Stück die... Dafür bräuchten wir noch einen Trichter hier drin, ne? Ja, der müsste eigentlich rausziehen. Oder es ist echt zu kurz gerade. Pass mal auf. Dann machen wir noch was anderes. Jetzt da, sehr gut. So, und jetzt müsste das Minecart einmal komplett durchfahren und jetzt sollte es sich doch auch füllen. Genau. Sauber, ja, hier kommt ein bisschen was an. Genau, jetzt wird hier gleichmäßig verteilt, wie du sehen kannst, ne? In jedem Ofen. Warum ist das gleichmäßig? Ja, in jedem Ofen sind jetzt 2 bis 3 gut, im hinteren fehlt noch, aber das Minecart, der 8. Ofen wird ein bisschen vernachlässigt, aber in die vorderen voll sind, wird der 8. auch noch gefüllt. Und diese, das ist jetzt sozusagen automatischer Füller, automatischer Brennstofffüller für 8 Öfen gleichzeitig. Ist es geil. Richtig. Wird das schneller befüllt, als es verbrennt? Müsste das eigentlich schon. Also sollte man ausprobieren. Das Problem ist, die Bambus, die haben nicht so lange Brenndauer. Ich hoffe mal. Ansonsten können wir aber auch mal 1-2 Öfen noch wegmachen oder so, ne? Muss man halt jetzt genau gucken, für wie viele es reichen wird. So. Gut. Schmeiß mal was rein. Oh, Creeper, Ich sehe den. Ich zieh mal weg. Warum spawnt der? Weil hier hinten, guck mal bei deiner Bambusfarm. Hier ist absolut nicht ausgeleuchtet, ne? Ja. Ich geh schnell pennen, du lockst dich aus. Der Creeper sitzt im Boot. Sehr gut. Der Creeper hat das Boot weggesprengt. Aber es war zum Boot zum Glück. Aber ihr könnt ja, Tag machen. Irgendwie noch 44 Fackeln im Inventar. Die kann ich ja gleich mal hinten platzieren. Gott sei Dank. Genau. Das ist, glaube ich, ein Ticken weniger. Also ganz ausfüllen tut er sie nicht. Naja, aber wir machen jetzt ja noch Next Level, ne? Oben auf die Teile, kommen wieder Hopper drauf. Und dann machen wir ebenfalls wieder ein Minecart, was dann mit Kakteen automatisch die oberen Slot befüllt, ne?
dass du das nicht per Hand reinlegen musst. Und dann machen wir da drunter noch einen Trichter, noch eine Kiste und diesen Hebel wie hier, ne? Ja, unter die Öfen kommt dann wieder einen weiteren Trichter, um die Sachen rauszuziehen, genau. Und dann können wir gucken, dass wir die alle Hopper dann sperren mit einem Schalter oder so gleichzeitig. Alter, ist das geil. Oh, wer schießt hier auf mich? Muss mal gucken, ob wir das irgendwie da drunter gepackt kriegen, aber... Jo, und dann kannst du mal anhalten und aus jedem Ofen die Items rausnehmen und dann kriegst du XP, 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 XP aus jedem Ofen einmal. Und das ist halt dann Next Level. Okay, 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 okay. Da müssen wir was machen, es sind zu viele Öfen. Weil, schau mal in den Ofen rein, das Bambus, was reingeht, da kommt eins rein und dann geht der Brennvorgang vorwärts und dann gleichzeitig wieder zurück, weil keine nachkommt. Ja. Okay, okay, dann machen wir es hardcore, lass mal die Hälfte reduzieren. Also, dass wir anstatt... Echt die Hälfte? Ja, lass mal die Hälfte erstmal machen. Wir können ja jederzeit wieder dranhängen, ne? Lass 5 machen. Okay, dann hänge ich 5 dran. 5 ist gut. Dann ist gut. Der 5. nochmal. Ah, was auch ein Problem ist, wenn wir die Schienen mal abgebaut haben, die sind in den Hoppern drin. Und kann sein, dass die dann teilweise mal kurz was stopfen, aber genau, also noch Schienen in den Hoppern. Server, Pisten. Das ist doch mit Abstand die chilligste XP-Farm. Ja, bis Next Level. Aber hätte ich auch nicht auswendig gekonnt, ich muss das auch erst researchen. Du musst mir jetzt sagen, wo du die gern hin hättest. Wollen wir irgendwie eine zweite hier daneben machen? Also hier so hin, ja, dass die nebeneinander stehen und dann fährt ja das Minecart halt bis nach hier hinten und fährt durch beide durch? Wir bräuchten für das Kaktus. Oder wir machen jetzt eine für den Kaktus, oder? Die ist doch genau gleich, oder? Die fürs Kaktus würde ich woanders hinstellen. Die würde ich vielleicht auf die andere Seite stellen, sodass das Minecart dann hier oben entlang fährt. Also wir haben ja, genau, mach das so. Wir haben ja. Also Kaktus kommt jetzt von oben und da fährt ja auch eins lang und das kann ja von dieser Seite hier drüben kommen, wo ich gerade stehe. Mhm. Also links Brennstoff, rechts oben das Item und unten kannst du dann rausziehen. Ja. So, und halt auch so, dass noch erweiterbar ist ein bisschen. Aber ich glaube, das Bambus wird jetzt sogar mehr, kann das sein? Ja, dann werden die 4 komplett befüllt tatsächlich, hoffe ich mal. Wenn das dauerhaft voll bleibt, dann ist das echt nice. Ja, voll auf jeden Fall. Die na, gucken. Also wir müssen aufs Vorderste gucken, da sind 20 Bambus drin. Wir können ja mal ein bisschen weitermachen und dann schauen wir mal. Aber das Ding ist gleich leer. Lass ruhig mal laufen nebenbei. Das Ding ist gleich leer. Stimmt. Gut, und wenn du jetzt einen Schalter umlegst, wird da ganz viel Bambus rauskommen, wenn alles geklappt hat. Ja, da kommt's. Es wird jetzt einfach ein Pisten so nach vorne gekloppt. Ach krass. Und das sammeln wir jetzt einfach ein. Also da machen wir jetzt einen Glaskasten rum, einen Hopper und dann wird's wieder in die Kiste sortiert. Hast du Glas? Kannst du uns Glas geben? Ich glaube, ich hatte Glas hier vorne in die Kiste irgendwo reingetan. 14 habe ich hier, die kann ich mal eben holen. Ein Hopper habe ich noch und eine Kiste kann ich auch craften. Ah, man macht einfach einmal alles außen drum mit Glas. Ja, so wie da drüben. Einfach nur, damit das nicht zur Seite wegfällt, sondern immer direkt in den Hopper rein. Bietet sich halt an. Jo, und dann kann man das machen. Moment, Kiste. Einfach vor den Block. Hopper oben drauf. Kann man meinetwegen genauso wie drüben hier so eine Doppelkiste machen. Und dann können wir das Minecart einfach als weiterfahren lassen jetzt. Liegt das so richtig? Ist das in Ordnung? Ja, ich hätte ja an der Seite, kannst du noch wegmachen. Das ist halt ein überflüssiger Block. Stimmt. Und dann haben wir das in etwa so wie drüben. Ach, stopp, auf dem Trichter liegt was drauf. Das ist ja falsch. Ah, stopp, genau, auf dem Trichter nicht, sondern... Ja, naja, die... an der Seite noch wieder weg. Die Seiten, genau, die Seiten weg. Schön, und jetzt hast du die Farm einmal gebaut. Gleich und jetzt müssen wir einfach nur das Minecart nochmal nach hinten weiterfahren lassen. Ich baue das mal ganz kurz ab wieder. Das ist ja so geil, ne? What the fuck? Schön, und wenn jetzt das Hopper-Minecart hier lang fährt, füllt sich das von beiden auf, ne? Ja. Wird von beiden aufgefüllt und entleert sich jetzt hier oben. Eventuell reicht das ja schon für noch mehr Öfen. So, jetzt müsste sich das hier überall raussaugen. Wieso wird mir das angezeigt, als wenn das nichts drin hätte? Eine sehr gute Frage. Müssen wir noch rauskriegen. Sehr gut. Ich würde direkt hier jetzt geht's das auf. Hinbauen. Jetzt fährt das Minecart und jetzt läuft's. Okay, Pistons, Ziggy Pistons, so wie viele Schleimbälle brauche ich dafür? Pro Pisten ein Schleimball und wenn du 2 Kakteenfarmen baust, brauchst du 4 Schleimbälle, die liegen da. 2 Kakteenfarmen, okay. Also wenn du willst, ne? Ich hab dir einfach mal für 2 Materials gegeben. Ja, passt. Aber eigentlich wird wahrscheinlich eine reichen. Denke ich auch. Ich paue die jetzt einfach mal hier hin. Dann, das müsste jetzt gehen. Und jetzt können wir von da auch wieder rangehen und rüberfahren.
Will ich gerade einfach mal testen. Alter, das sieht einfach richtig geil, XP. Ja, und die Kakteen füllen sich jetzt auch super. Da kommt echt gut langsam rein. Aber sie füllen sich ja, auch. Okay, jetzt bauen wir von hier. Dann nehmen wir jetzt ein Minecart, was auch wieder von hier unten sich reintrichtert und das fährt dann einfach hier nach oben drauf. Also beispielsweise. Kann man das so bauen, was ich hier bisher gemacht habe? Beispielsweise. Ich habe hier noch Power Rails und normale Rails, hab sie dir mal hingeschmissen. Jojo, das können wir machen. Dann. Ja, auch schon 16 Stück. Doch, doch. Ist gut. Hauptsache jetzt erstmal Eisen gefunden, sehr gut. Manchmal Lol. Findest du Eisen beim Bauen. So, dann auch noch eine Fackel drunter und jetzt ist es auch noch gepowert. Schön. Und jetzt müssen wir auch hier noch ein weiteres Minecart einfach fahren lassen. Hier brauchen wir noch einen Hopper drunter, der auch aus der Kaktuskiste raussaugt. Und das Minecart. Noch ganz kurz einen Hopper, und Minecart habe ich. Genau, das kannst du auch hier von A nach B fahren. Und dann wird ihr oben jetzt mit Kaktus befüllt. Ach so, hast du schon. Okay, nice. Ah, hier ist noch was Falsches drin, aber ja. Genau, und jetzt gehen die Öfen automatisch. Oh, wie nice. Jetzt müssen wir hier unten noch ein System machen, dass die Kakteen in Trichter kommen, ne? Jo. Vielleicht kann man sogar einfach jetzt hier einen, warum müssen wir gerade mal gucken, wie wir das hier hinten mit dem Sperren dann machen. Eventuell geht das. So. Da brauchen wir nochmal 5 Hopper, die nach vorne zeigen. Und da kann ich auch noch 5 Doppelkisten oder Einzelkisten machen. Aber Moment, musst du vielleicht eine Etage runtergehen. Und dann von sneaken und dann an die Kisten. Ah, er hat die Sneak-Taste. Sehr gut, genau. So. Ja. Ist alles dran? Lass gucken. Genau, zeigt alles rein. Ups. Ja, und jetzt müsste alles auch in die Kisten reinkommen. Genau. Alle Farbstoffe kommen in die Kisten rein. Schön. Der hier auch? Der hier macht nichts. Welcher? Nee, der ist stuck. Der macht, der hier geht der vordere. Okay, dann liegt das daran, dass wir hier natürlich mal wieder einen Block gesetzt haben oder eine Redstone Torch gesetzt haben. Die kann aber weg. Die hatten wir vorher von den Raids. Jetzt müsste er was machen. Ja, jetzt macht er was. Jetzt geht's. Zeig mal. Nice. Gut. Den Schalter haben wir jetzt nicht. Man kriegt die XP, indem man die Sachen einfach ganz schnell rausnimmt. Also entweder du kannst für jeden, du kannst natürlich für jeden jetzt einen Einzelschalter nehmen, für jeden Hopper, oder du machst, wenn es angenehm für dich ist, einfach einen Schalter und dann werden alle gesperrt. Was ist dir lieber? Ein Schalter, alle werden gesperrt. Gut. Ich habe jetzt hier irgendwie ein Minecart aus Versehen hingesetzt. Das geht nicht weg. Moment, ein Minecart, was nicht weggeht. Hier, aber ohne Trichter. Ach so, nö, ist dann. Ist da reingefallen irgendwie. Parken wir einfach eine Sekunde. Macht ja nichts. Hab ich das eingesammelt? Nee, fährt noch rum. Das ist völlig OP. Okay, ich hab's eingesammelt. Nice. Okay, das ging schnell, gut. Naja, da müssen wir in die richtige Richtung sperren. Vielleicht mach ich's halt mit Repeatern oder sonst irgendwas. Und dann den. Den plus Redstone. Und dann können wir das ganz streng genommen. Kannst einen Schalter dran packen. Mit Steinchen. Alter, ist das nice. So. Und jetzt wird gerade durchgebrannt. Okay. Und wenn du entleeren willst, einfach den Schalter drücken und dann sperrt sich's. Und dann kann man Sachen rausnehmen. Nehme hier mal den raus. Ich nehme jetzt nochmal hier 24. Die Stein nehme ich raus, brauche ich jetzt nicht mehr. Gut. 25,5. Okay, ist geil. Und dann wieder anmachen einfach, ne? Mhm. Wenn du anmachst, wird es wieder durchgeflubbert. Oh, ist das nice. Also. Ist absolut nice. Wie viel braucht man davon, um böse schnell zu leveln? Ist ja von der gesamten Anlage her. Also zweimal Bambus, einmal Kaktus und hier das. Also, ich sag mal so.
So ein Ofen kann schon richtig viel XP speichern. Du kannst das ja erstmal laufen lassen, so ein, zwei Stunden. Und dann kannst du erstmal einschätzen, ob dir das überhaupt schon reicht von den XP, ne? Also ja. Wenn du jetzt hier davor stehst und jede Sekunde, Minute wartest und checkst, kommt eigentlich viel zusammen. Aber du wirst wahrscheinlich hier noch andere Sachen bauen und mal wiederkommen. Und wenn das die ganze Zeit durchgelaufen ist, dann kann da schon gut was drin sein. Ja, ist geil. Weil man muss ja alles, man muss ja jedes Teil von der Rüstung zaubern. Ja, ja, Axt, genau. Schaufel, Pickaxe, man muss ja immer wieder Level 30 kommen. Also... Da weiß ich auf jeden Fall, was ich... Ich baue 1:1 das nochmal in der nächsten Folge nach. Du kannst das jederzeit beliebig erweitern. Du musst immer nur gucken, dass du alles schön verbunden kriegst mit Minecarts und so, ne? Mhm. Und dann geht das. Da kann man auch ein bisschen improvisieren, wenn man sich dann was... Könnte, genau. Könnte man sogar mit 2 Bambus Maschinen, ich nenne es einfach Bambusmaschine. Ja, nenn es einfach Bambusmaschine. Kann man auch 5 Öfen bestimmt anschließen. Ne, vom also wenn es sich wirklich staut, dann kannst du es auch vielleicht noch erweitern. Du musst ja jetzt wieder dann die Schienen hier umbauen und so, ne? Dass das alles passt und die Powered Rails müssen alle bepowert werden. Du musst gucken, dass die Schienen sich nicht connecten, aber da darfst du ganz viel puzzeln. Das ist dann wie so Puzzeln und Mensch, ärgere dich nicht in einem. Okay, das war die heutige Folge. Die nächste kommt wahrscheinlich morgen auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr da gewesen seid und bis dahin, lasst krachen. Ciao, ciao.